Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam auf meinem Kanal. Und in diesem Video mache ich neue Splinters Aufgabe, die Ortsauseinandersetzung, und zwar Phase 4 Krötenkämpfe. Und wir fangen direkt mit Leonardos Aufträge an, sein erster Auftrag, und zwar spurte mit Hilfe von Ninja Turtles Waffen 10x400 aus. Ja Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier. Sozusagen, hier gibt es ein TMNT. Waffenautomat, sag ich mal so. Ihr geht einfach rein, kauft euch eine Waffe, eine Ninja-Waffe, und dann müsst ihr einfach mal Rechtsklick drücken, insgesamt 10 Mal, also 1, 2, 3. Jetzt hat es einen Countdown, also ihr müsst ein bisschen warten, bis wieder aufgeladen wird, unten steht. Und jetzt kann ich einmal wieder, so, jetzt habe ich auch schon 4 von 10, und das macht ihr so lange, bis ihr 10 von 10 habt, Leute. So Leute, zack, ein letztes Mal benutzen. Zack, somit haben wir auch 10 von 10 und Leonardos erster Auftrag abgeschlossen. Sein zweiter Auftrag, unser Triffgegner mit Angriffen aus über 40 Metern Entfernung. 40 Meter und 300 aus. So Leute, 40 Meter Entfernung, hier unten ist gerade ein Gegner. Das ist gerade nicht 40 Meter, er sollte einfach mal runtergehen. Okay, so, warten einfach mal. So, ihr seht es hier. Das sollten jetzt, denke ich mal, 40 Meter sein. Eine Sekunde. Und wir kriegen ihm einfach mal Schaden zu. Und ihr seht hier, wir haben jetzt schon 4 von 40. Und das Ganze müsst ihr so lange machen, bis ihr 40 von 40 habt. Dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich bin hier auf dem Gebäude. Ihr könnt auch natürlich hier Boss aus 40 Meter Entfernung Schaden zufügen. Das wird auch gezählt. Und somit haben wir auch Leonardos Aufträge abgeschlossen. Ja Leute, machen wir weiter mit Donatellos Aufträge. Ihr fragt euch wohl, warum sind jetzt, habe ich so wenig Aufträge? Es wurden sehr viele Aufträge abgeschlossen, weil die Hälfte der Aufträge sind füge Schaden zu sägen. Gar keine Sorge, ich werde die auch noch machen, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit Donatellos Aufträge. Sein erster Auftrag, und zwar fülle deine Schilde vollständig auf. 3x400 aus, damit sagen, fangen wir direkt an. Leute, ihr könnt einfach an einen Heilautomat hingehen, zack, euch 2 Biggies kaufen, so, und ihr trinkt das einfach mal so ein bisschen warten, Leute, zack, der erste Biggie weg, und somit haben wir auch 50 Schild erhalten, und zack, der zweite Biggie, einfach mal trinken, und zack, somit haben wir 100 Schild, und somit haben wir unser Schild vollständig aufgefüllt. Und ja, Leute, machen wir weiter mit Donatellos zweiter Auftrag. Und zwar installiere Waffenmodifikationen an Mondwerkbänken 3x300 aus. So Leute, ich habe hier einfach meinen Tresor geöffnet und hier ist eine Modewerkbank. Nehmt euch einfach mal hier, egal, irgendeine Waffe, eine Sekunde. So, zum Beispiel hier im Bio auch die Pump. Nehmt ihr einfach mal, ihr könnt auch hier eure Waffen modifizieren. Und ihr seht, egal was ihr macht, was ihr modifiziert, wird gezählt. Wir haben jetzt schon 2 von 3. Ihr könnt auch natürlich eine andere Waffe nehmen, die auch hier so modifizieren. Und ihr seht, jetzt einfach mal 3-mal hier eine Waffe modifizieren. Also egal was modifizieren. 3-mal habt ihr auch Donatellos Aufträge abgeschlossen. So Leute, Raphael Aufträge habe ich leider schon abgeschlossen, aber ist gar kein Problem. Unser Raphaels erster Auftrag, und zwar füge Gegner Schaden zu, während deine Kondition voll ist. Also das ist sein zweiter Auftrag. Wir fangen direkt mit seinem ersten Auftrag an. Sein erster Auftrag, und zwar lande bei einem Brennpunkt. 1x300 aus. Ja Leute, ein Brennpunkt ist ein Ort, der einen goldenen Namen hat. Also hier bei mir ist immer unterschiedlich. Bei mir ist jetzt Snooty Stapes und Hazy Hillside. Was wir machen müssen, wir müssen direkt in den Ort drin landen, also in den Ort. So, einfach in der Mitte oder einfach den Ort hier landen. Also ihr könnt nicht zu Fuß dahin gehen, sondern ihr müsst schon landen in einem Brennpunkt. Und das machen wir jetzt mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und so Leute, einfach mal hier landen. Und dann habt ihr auch 1 von 1 und seinen Auftrag abgeschlossen. Der nächste Auftrag von ihm, und zwar füge einen Schaden zu, während deine Kondition voll ist. 500 Schaden, 300 aus. Kondition ist hier das grüne Leben. Es muss 100 Leben sein. Und wenn wir 100 Konditionen haben, müssen wir auch Gegner Schaden zufügen. Also hier sind auch schon Gegner. Hier, ihr seht es, ich habe 100 Konditionen und füge Gegner Schaden zu. Also ihr könnt einfach hier so reinpushen. Eine Sekunde, ich zeige euch das mal. So. Also rein, zack, Schaden zufügen.
den auch mal einfach mal eliminieren, mit egal welche Waffen. Meine Kondition war noch voll und ja, habe ich Schanze gefügt, 500 Schaden insgesamt. Wenn ihr zum Beispiel 99 Kondition habt und Schanze gefügt, dann wird der Auftrag nicht gefehlt, also darauf müsst ihr achten. Und somit haben wir auch Raphaels Aufträge abgeschlossen. Halt, Michelangelo Aufträge habe ich auch schon abgeschlossen, das ist kein Problem wieder. Und zwar, sein erster Auftrag ist, triff einen Gegner mit einem Angriff, während du ihn nicht ansiehst. Also, wenn er einen Gegner zielt und dann schießt, wird der Auftrag nicht gezielt. Ihr müsst einen Gegner einfach mal treffen, ohne dass ihr zielt, einfach so. Und dann schießen, treffen, dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch mal vor. Also Leute, hier vor mir ist ein Gegner. Eine Sekunde, ich gehe einfach mal näher. So, zack. Er sollte hier irgendwo sein im Haus. Oder auch nicht. Ich gucke mal nach. So, er ist hier draußen. Hier, er ist ein Gegner. Ich ziehe nicht und ich gebe ihm einfach einen Hit. Und somit habt ihr auch seinen ersten Auftrag abgeschlossen. Leute, eine Sekunde. Ich nehme den Gegner mal ganz kurz. Und ja, sein zweiter Auftrag von Michelangelo, und zwar sammle Schrottpatronen auf. 40 Schrottpatronen, wieder 300 aus. Das hier sind Schrottpatronen, ihr müsst insgesamt hier 40 aufsammeln. Also wenn ein Gegner 40 Munition hat, dann sammelt ihr einfach mal ein. Dann habt ihr auch 40 von 40 Schrottpatronen eingesammelt und somit auch den Auftrag abgeschlossen. Und damit sagen, kehren wir zurück zur Lobby. Ja Leute, wenn wir alle Aufträge abgeschlossen haben, dann bekommen wir insgesamt 2600 aus. Und ja Leute, ich hoffe, also Leute, bevor, ihr seht es hier, wir haben alle Phase 4 Aufträge abgeschlossen. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst ein Like, liebes kein Video, das verpasst. Dann würde ich sagen, was mit dem Video und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao.